Geliebter Sohn, mach dich bereit, denn morgen früh erhältst du ein Geschenk vom Himmel, das dich vor Freude hüpfen lässt. In diesem Geschenk finden sie einen Schlüssel, aber es wird nicht irgendein Schlüssel sein, es wird der göttliche Schlüssel mit der Fähigkeit sein, die Türen zu Wundern, Arbeit und Reichtum zu öffnen. Dieser Schlüssel wird ihr Ausgangspunkt für ein erfülltes Leben sein. Heute haben dir meine Engel durch deine Träume einen Brief gegeben, der dir den Weg zeigt und was du von nun an tun solltest. Wenn sie an Gott glauben, genießen sie dieses Video. O mein geliebter Sohn, möge dein Geist aufmerksam sein, denn ich werde Momente tiefgreifender Transformation bringen, die reichlich Segen in allen Bereichen bringen werden, die dein Leben durchdringen. Sie sind bereit, Zeuge eines großartigen Erwachens ihrer Arbeit, blühenden finanziellen Wohlstands und gestärkter Beziehungen zu werden. Behalten Sie diese Gewissheit in Ihrem Herzen und erleben Sie Gelassenheit, auch wenn Ihr Leben bedeutungslos ist. Denken Sie daran, dass ich Ihr Licht und Retter bin. Ende Mai und Anfang Juni werden Sie nicht mehr derselbe sein, im Gegenteil, Sie werden gestärkt und mit neuer Kraft aufwachen. Ich werde deine Wunden heilen und deiner Seele Gelassenheit bringen. Bleiben Sie wachsam, denn ich bin dabei, Ihnen eine Reihe finanzieller Segen zu geben, mit einer Bedingung, bleiben Sie bis zum Ende bei diesem Video. Erklären Sie mit Zuversicht, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn, trennen. Er schreibt, ich gelobe dem Herrn, fest im Glauben zu bleiben. Klar wie das Sonnenlicht, mein Sohn, sei versichert, dass es nur eine göttliche Überraschung sein wird, besonders für dich. Wenn Sie diese Worte lesen, seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Heilung, die Sie suchen, die Segnungen, nach denen Sie sich sehnen, und der finanzielle Durchbruch, den Sie brauchen, bereits auf dem Weg sind. Ich, dein treuer Schöpfer, werde eine Reihe von Ereignissen auslösen, die dich zu Wundern führen werden, die du noch nie zuvor in deinem Leben gesehen hast. Durch meine Liebe und Freundlichkeit stelle ich heute fest und bestätige, dass keine Waffe, die gegen sie gerichtet ist, ob sie ihrer Gesundheit, ihrer Zeit, ihrem Geist oder ihrer Familie schadet, Erfolg haben wird. Seien Sie sich mit Überzeugung bewusst, dass meine schützende Hand über Ihnen bleibt, um Sie vor dem Bösen zu schützen und die Pläne des Gegners zu vereiteln. Seien Sie versichert, dass ich Ihr Verteidiger bin, Ihre Schlachten kämpfe und die Stürme beruhige, die Sie zu überwältigen drohen. Meine Gelassenheit und Freude werden jeden Winkel deines Wesens erfüllen und dir inmitten von Bedrängnissen Trost spenden. Johannes 6, Vers 35. Aber Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird niemals hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird niemals durstig sein. Dies ist ein kraftvoller Vers, der eine Botschaft der Hoffnung und spirituellen Versorgung vermittelt. Diese Aussage Jesu offenbart seine Identität als das letzte unserer spirituellen Bedürfnisse. Es wird als das Brot des Lebens dargestellt, das für die Ernährung unserer Seele unerlässlich ist. Wenn wir zu Jesus kommen und an ihn glauben, verspricht er, dass wir nie wieder geistlich hungrig sein werden. Diese Aussage weist auch auf die Notwendigkeit hin, Jesus als primäre Quelle spiritueller Nahrung zu suchen. So wie Brot für die Erhaltung unseres physischen Körpers unerlässlich ist, sind die Gegenwart und Lehre Jesu für die Ernährung und Stärkung unseres geistlichen Lebens unerlässlich. Daher lädt uns dieses Wort dazu ein, auf Jesus als unsere höchste Quelle spiritueller Zufriedenheit zu vertrauen und in ihm die Fülle und Sättigung zu finden, die wir nirgendwo anders finden können. Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, sind wir zufrieden und finden Ruhe für unsere durstigen Seelen. Er schreibt, ich möchte zu Jesus gehen, um meinen Glauben wieder zu beleben. Gott sagt, steh auf, geliebter Sohn, und höre aufmerksam zu. Heute offenbare ich die Öffnung meines Herzens, damit sie die überfließende Fülle an Liebe, Heilung und Fülle empfangen können, die sie zu Recht verdienen.
Ihre gesamte Familie wird von der kraftvollen göttlichen Heilung berührt und zum richtigen Zeitpunkt werden sich Wunder manifestieren. Ich verspreche unzählige Geschenke, die Ihre Vorstellungskraft übertreffen werden. Ich werde alles wiederherstellen, was zersplittert ist, und ich werde meine Macht und Stärke auch angesichts eurer Gegner demonstrieren. Gott behauptet, dass er sie stärken und durch jede Schwierigkeit führen und ihnen eine neue Tür öffnen wird, die ihnen Trost bringt. Ein Engel warnt sie, dass es jemanden in ihrer Nähe gibt, der auf ihre Erfolge neidisch ist. Es ist wichtig, dies zu erkennen und diese falsche Freundschaft zu brechen. Gott offenbart, dass ihr Leben vom Feind überwacht wird und dass in den nächsten 24 Stunden jemandem etwas Trauriges passieren könnte. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Botschaft zu teilen. Es wird erwartet, dass in den nächsten 4 Stunden ein großes finanzielles Wunder geschieht, und morgen wird ein brillanter Tag mit großartigen Erfolgen. Gott warnt davor, dass Versuchungen aufkommen könnten, aber das Teilen dieser Botschaft wird ihre Befreiung sicherstellen, egal, was um sie herum geschieht. Die Engel hatten eine Vision, die sie mit ihnen teilen möchten. Ihr Leben wird voller Wohlstand sein. Wenn Sie sich diese ganze Nachricht anhören, ist jemand in Ihr Haus eingebrochen und hat Ihre Familie diffamiert. Sie sollten sich von dieser Person fernhalten, um künftige Enttäuschungen zu vermeiden. Kommentieren Sie 4545, um sicherzustellen, dass Sie immer gestärkt sind und Ihre geistige Gesundheit im Gleichgewicht bleibt. Der Heilige Geist wird Ihr ständiger Führer sein. Gott warnt davor, dass Sie großen Versuchungen ausgesetzt sein könnten, wenn Sie diese Botschaft aufgeben, bevor sie zu Ende ist. Denken Sie daran, dass Sie jeden Tag stärker werden und mich besser verstehen. Du bist wirklich mein Sohn oder meine Tochter und deshalb schenke ich dir den Segen eines neuen Lebens voller dauerhafter Freude und Frieden. Ihr fester und kraftvoller Glaube wird es Ihnen ermöglichen, Herausforderungen ohne Angst zu meistern. Nehmen Sie sich also in schwierigen Zeiten, wenn die Angst die Oberhand zu gewinnen versucht, Zeit, sich an meine Botschaft zu erinnern und sich daran zu erinnern, dass Sie geliebt werden. Wenn Sie meinen Namen rufen, bin ich sofort da. Wenn Sie Momente der Verzweiflung erleben und um Hilfe bitten, öffne ich die Türen meines Paradieses, um Sie willkommen zu heißen. Wenn du niederknierst und um Führung bittest, werde ich dich mit Liebe beobachten und dich mit meiner Gnade bedecken. Selbst wenn du schwierige und bittere Wege gehst, wird meine Gegenwart wie ein Licht inmitten der Dunkelheit leuchten. Schon bevor du im Mutterleib gezeugt wurdest, kannte ich dich bereits. Ich habe genau den Moment und Tag gewählt, an dem du auf die Welt kommen würdest, und nichts geschieht in deinem Leben ohne meinen Willen und meine Zustimmung. Auch wenn es manchmal schwer zu verstehen ist, bedenken Sie, dass alles, was ich in Ihrem Leben tue, zu Ihrem Wohl dient, um Sie zu stärken, Ihnen beim Wachsen zu helfen und weil ich bessere Pläne für Sie habe. Mein Ziel ist es, Sie auf der Grundlage von Glauben und Hingabe auf eine höhere Lebensebene zu heben. Ich möchte dir die Kraft meines Wortes anvertrauen, damit um dich herum Wunder geschehen. Zweifle nicht daran, dass du verdienst, was ich dir anbiete. Sehen Sie sich selbst so, wie Sie wirklich sind, ein Kind des allmächtigen Gottes, mutig, belastbar und zum Sieg bestimmt. Glauben Sie mir. Schreiben Sie, ich glaube an den Herrn, meinen Gott. Das Ergebnis der Annahme meiner Liebe ist, dass dir keine Niederlage bevorsteht. Durch den Glauben werden Sie alle Widrigkeiten überwinden. Der Sieg erwartet dich, weil ich dich liebe. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie nicht alle Ihre Lasten alleine tragen müssen. Heute bin ich hier, um Ihnen die Last zu erleichtern. Lass mich das machen. Versteck es nicht. Lernen Sie, sich auf jemanden zu verlassen, der Sie bedingungslos liebt und Sie niemals im Stich lässt. Auch wenn es in Momenten des Zweifels anders erscheinen mag, bin ich hier, um Ihre Wunden zu heilen.
Auch wenn Sie glauben, dass Sie nicht krank sind und meine Hilfe nicht brauchen, lade ich Sie ein, mit spirituellem Blick auf die tiefen Wunden Ihrer Seele zu blicken. Es ist nicht deine Schuld. Ihr wahres Wesen wird nicht durch Ihre Handlungen oder Reaktionen oder durch die Kritik anderer Menschen definiert. Deine Seele ist verletzt und du trägst diesen Schmerz täglich. Aber ich möchte sie von dieser Last befreien, ihre Wunden heilen und sie daran erinnern, dass sie geliebt, wertvoll und aller Freude und Liebe würdig sind, die das Leben ihnen zu bieten hat. Wenn sie ohne Motivation zum Kämpfen, erschöpft und entmutigt aufwachen, bis zu dem Punkt, dass sie die positive Seite der Dinge nicht mehr sehen oder die Segnungen erkennen, die sie umgeben, denken Sie daran, dass Sie kein negativer Mensch sind und auch keinen schlechten Charakter haben. Wut und Frustration sind keine intrinsischen Eigenschaften Ihres Herzens. Schauen Sie noch einmal in den Spiegel und bewundern Sie die Schönheit der Person, die Sie sehen. Auch wenn Sie es nicht sehen können, denken Sie daran, dass Sie in der Lage sind zu lachen und zu weinen, zu lieben und geliebt zu werden. Sie sind von bedingungsloser Liebe umgeben und das vergessen Sie nicht so schnell. Du brauchst meine Liebe, genau wie andere Menschen meine Freundlichkeit brauchen. Wenn Sie beide Ihr Herz ganz hingeben, wird die Heilung beginnen. Teilen Sie diese Versprechen mit jemandem, den Sie kennen. Kommen Sie jeden Tag zu mir und hören Sie zu, wie diese Worte tief in Ihre Seele und Ihren Geist eindringen. Vertraue mir, deinem Gott und Versorger, der dich niemals im Stich lässt. Schenken Sie mir Ihr ganzes Vertrauen und ich werde meine Versprechen halten. Ich stehe Ihnen in guten wie in schlechten Zeiten, bei Schwierigkeiten und Herausforderungen jederzeit zur Seite. Du bist nicht allein. Ich werde mich immer um dich und deine Familie kümmern. Einfach am Leben zu sein und zu atmen ist eine Chance, alle Ihre Ziele zu erreichen. Der Glaube wird alle deine Träume wahr werden lassen. Gott behauptet, dass er sie stärken und durch jede Schwierigkeit führen und ihnen eine neue Tür öffnen wird, die ihnen Trost bringt. Ein Engel warnt sie, dass es jemanden in ihrer Nähe gibt, der auf ihre Erfolge neidisch ist. Es ist wichtig, dies zu erkennen und diese falsche Freundschaft zu brechen. Gott offenbart, dass ihr Leben vom Feind überwacht wird und dass in den nächsten 24 Stunden jemandem etwas Trauriges passieren könnte. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Botschaft zu teilen. Es wird erwartet, dass in den nächsten 4 Stunden ein großes finanzielles Wunder geschieht und morgen wird ein brillanter Tag mit großartigen Erfolgen. Gott warnt davor, dass Versuchungen aufkommen könnten, aber das Teilen dieser Botschaft wird ihre Befreiung sicherstellen, egal, was um sie herum geschieht. Die Engel hatten eine Vision, die sie mit ihnen teilen möchten, ihr Leben wird voller Wohlstand sein. Wenn sie sich diese ganze Nachricht anhören, ist jemand in ihr Haus eingebrochen und hat ihre Familie diffamiert. Sie sollten sich von dieser Person fernhalten, um künftige Enttäuschungen zu vermeiden. Kommentieren Sie 4545, um sicherzustellen, dass Sie immer gestärkt sind und Ihre geistige Gesundheit im Gleichgewicht bleibt. Der Heilige Geist wird Ihr ständiger Führer sein. Gott warnt davor, dass Sie großen Versuchungen ausgesetzt sein könnten, wenn Sie diese Botschaft aufgeben, bevor sie zu Ende ist. Es ist wichtig, bis zum Ende zuzuhören, um einem traurigen Schicksal zu entgehen. Die Engel warnen dich, dass dich jede Nacht etwas beobachtet, während der Feind dich beobachtet. Hören Sie aufmerksam zu und akzeptieren Sie diesen Schutz. Gott wird Sie von allen Süchten befreien, die Ihrem Wohlstand schaden. Sie erhalten göttliche Weisheit und werden ein erfolgreicher Mensch. Fühlen Sie sich nicht schuldig, wenn jemand Ihr Leben verlässt, es kann ein Segen sein. Gott offenbart, dass Ihr Leben möglicherweise vom Feind beobachtet wird und dass in den nächsten 24 Stunden jemandem etwas Trauriges passieren könnte. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Botschaft zu teilen.
Für die nächsten 4 Stunden wird ein großes finanzielles Wunder vorhergesagt und morgen wird ein glänzender Tag mit großartigen Erfolgen. Es wird ein großes Rätsel in deinem Leben geben und es ist wichtig, dass du die ganze Wahrheit erfährst, bevor dich die Traurigkeit überkommt, mein Sohn. Die Engel warnen, dass sie in den nächsten 12 Stunden vor einer der größten finanziellen Herausforderungen stehen werden, die sie je gesehen haben. Wenn sie auf die Pläne vertrauen, die der Herr für sie hat, möchte Gott sie vom Weg des Verderbens und des Scheiterns retten. Aber damit dies geschieht und die Transformation zu ihnen kommt, hören sie mit großem Glauben zu. Wenn du jetzt lachst, wird es zu spät sein. Die Unterstützung des Erlösers kann sie anfällig für alles Böse auf dieser Welt machen. Seien Sie also vorsichtig, wen Sie willkommen heißen. Schreiben Sie an 6767 und bitten Sie darum, dass Sie im Jahr 2024 eines Ihrer größten Ziele erreichen und dass diese beginnende Woche voller Licht ist. Gerade jetzt ist Gott voraus und wird Ihnen eine neue Arbeitsmöglichkeit an dem Ort bieten, von dem Sie immer geträumt haben. Wenn diese Gelegenheit vor dem Ende dieser Nachricht bestätigt wird, ist das großartig. Andernfalls droht Ihnen eine noch größere Krise. Die Engel sind besorgt, dass Sie diese Botschaft nicht aufgeben, bis Sie herausgefunden haben, wer Sie um Ihre Erfolge beneidet, da dies zu Tragödien führen könnte. Sie betonen, wie wichtig es ist, zum Ende dieser Botschaft zu kommen, da es noch viel zu enthüllen gibt. Gott hat angekündigt, dass er eine neue Einnahmequelle in ihr Leben bringen wird, wenn sie sich entscheiden, diese Botschaft zu mögen, was ihnen noch mehr Segen bringen wird. Wenn sie glauben, dass sie die Gnade des Herrn in ihrem Leben brauchen, rate ich ihnen dringend, nicht zu warten, bis ihre Zeit gekommen ist. Wenn du ihn verfolgst, wird er dich früher erwischen. Schreiben Sie 6565, damit Ihr Leben vor all den bösen Blicken und Unglücken geschützt ist, die Ihren Weg behindern könnten, der weiterhin sehr erfolgreich sein wird. Gott wird heute in Ihre Navigation eingreifen und all den turbulenten Tagen, die Frustration in Ihrem Leben hervorrufen wollen, Ruhe bringen. Alle Ängste werden verschwinden. Die Engel warnen, dass in den letzten Tagen jemand versucht hat, sie in den Abgrund zu stoßen, aber durch die Barmherzigkeit des Herrn können sie heute gerettet werden. Sobald sie hier angekommen sind, sind sie geschützt. Gott hat gesagt, dass sie überrascht sein werden, wenn er ihnen offenbart, dass jemand andere Gefühle für sie hat, aber sie werden es erst am Ende bemerken. Die Engel hatten die Vision, dass es in diesem Monat zu einer Finanzkrise kommen könnte, aber damit sich diese Situation umkehrt, schreiben Sie 4545. Trotz all der Herausforderungen und Konflikte, mit denen Sie konfrontiert waren, verlieren Sie niemals die Hoffnung, dass Gott Ihnen viele Segnungen schenken wird. Er hat die Lösung für den größten Teil deines Lebens, mein Sohn. Und er kann dir Tage des Sieges bescheren, wenn du weiterhin daran glaubst. Gott warnt davor, dass etwas Geheimnisvolles passieren wird, um eine größere Überraschung zu vermeiden. Es ist wichtig, dass sie diese Nachricht nicht aufgeben, bis sie wissen, worum es geht. Wenn sie gebeten werden, diese Botschaft weiterzugeben, tun sie dies, denn der Feind sucht sie immer und stört ihren Geist. Sei stark und öffne ihm nicht die Tür. Auf diese Weise können sie ein friedliches Leben abseits dieser Turbulenzen fortsetzen. Wenn sie einen heiklen Moment durchmachen, ist diese Botschaft ein Zeichen, das Weisheit bringt und sie auf neue Wege führt. Indem sie Gottes Befehlen folgen, werden sie sich im Leben nicht noch einsamer fühlen. Kommentieren Sie 4949 und bitten Sie darum, dass sie nie wieder von negativen Menschen auf ihrem Weg überschattet werden, da diese ein für allemal vertrieben werden. Gott warnt sie, dass sein Timing perfekt ist und dass er, wenn sie es am wenigsten erwarten, viele Segnungen und neue Dinge in ihr Leben bringen wird. Lassen Sie nicht zu, dass die Zweifel dieser grausamen Welt ihre Verbindung zum Vater beeinträchtigen.
Die Engel warnen sie, dass ihr Leben in Gefahr ist, weil sie der falschen Person vertrauen. Bedanken Sie sich nicht bei dieser Frau, denn das wird sie nur unglücklich machen. Gott möchte eine Geschichte von großer Wirkung in ihr Leben bringen, aber Sie müssen vermeiden, in diese Sünde zu verfallen, die die Früchte, die Sie geerntet haben, verderben wird. Wenn Sie möchten, dass Gott Ihr Leben verändert, lassen Sie Ihre Zweifel hinter sich und spüren Sie große Erleichterung. Gott warnt davor, dass jemand in Ihrer Familie vom Feind dazu benutzt werden kann, Sie zu verurteilen, zu kritisieren und herabzusetzen. Nehmen Sie dies als Beispiel dafür, dass nur Gott die Macht hat, Ihre Ziele zu kontrollieren. Gott weist darauf hin, dass alle der Feind der Perfektion ist. Lassen Sie also nicht zu, dass Ihnen zu viele Dinge im Weg stehen. Der Herr hat den richtigen Zeitpunkt gewählt, und wenn er ihn bereitstellt, ist das eine neue Chance in diesem Leben. Kommentieren Sie 5555, damit diese Segnungen künftige Generationen erreichen und vermeiden Sie, eine verachtete Zukunft zu sehen. Gott fordert Sie auf, sich nicht selbstsüchtig zu machen und nur in dieser Welt zu leben. Lehne diese falschen Gedanken ab. Die Engel offenbaren eine Vision, in der ein großer Segen eintreten wird, wenn sie treu sind und dieser Botschaft folgen. Seien Sie stark und lassen Sie sich nicht von der Lüge mitreißen. Kommentieren Sie 9999, damit negative Menschen Sie nie wieder in den Schatten stellen. Der Feind versucht, jemanden aus Ihrer Familie dazu zu benutzen, Sie zu verurteilen, aber vertrauen Sie nur auf Gott. Schreiben Sie 3131, um göttlichen Segen zu erhalten und zu vermeiden, eine verachtete Zukunft zu sehen. Engel weisen darauf hin, dass ein böser Geist versucht, Sie zu umgeben, durchzubrechen und sich in den Schatten zu verstecken. Die einzige Möglichkeit, ihn aus Ihrem Leben herauszuholen, besteht darin, Ihre Unterstützung bis zum Ende zu bestätigen. Kommentieren Sie 6262, dass der Herr Schutz vor den Plänen und Machenschaften bieten kann, die diese Welt bieten kann. Seien Sie also vorsichtig mit den Menschen um Sie herum. Schreiben Sie an 6767 und bitten Sie darum, dass Sie im Jahr 2024 eines Ihrer größten Ziele erreichen und dass diese beginnende Woche voller Licht ist. Gerade jetzt ist Gott voraus und wird Ihnen eine neue Arbeitsmöglichkeit an dem Ort bieten, von dem Sie immer geträumt haben. Wenn diese Gelegenheit vor dem Ende dieser Nachricht bestätigt wird, ist das großartig. Andernfalls droht Ihnen eine noch größere Krise. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Lass dich nicht entmutigen, denn ich bin dein Gott. Ich werde dich stärken, dir helfen und dich mit meinem treuen Führer unterstützen. Diese Worte Gottes erinnern uns daran, dass wir uns nicht fürchten oder uns Sorgen machen sollten, weil er auf unserer Seite ist. Er stellt sich als unser Gott dar, der uns mit seiner treuen Führung stärkt, uns hilft und erhält. Dieser Vers ist eine starke Erinnerung daran, dass wir Gott vertrauen können, wenn wir mit herausfordernden Situationen konfrontiert sind. Er ist jederzeit bei uns, stärkt uns durch seine Anwesenheit und ermöglicht es uns, Hindernisse zu überwinden. Seine Treue ist eine sichere Grundlage, auf der wir unser Leben im Glauben aufbauen können. Wenn wir uns an seine Gegenwart erinnern und auf seine Macht vertrauen, finden wir den Mut, uns allen Umständen zu stellen und mit Hoffnung und Zuversicht voranzuschreiten. Er schreibt, ich glaube an die Macht des Herrn, Gottes Schutz zu erhalten. Gott sagt weiterhin, nichts kann das aufhalten, was ich versprochen habe, denn mein Wort wird immer erfüllt. Du bist etwas Besonderes für mich und ich werde immer an deiner Seite sein, um dich zu beschützen und zu führen. Angst hat keinen Platz, wenn du bei mir bist, denn ich bin eine unzerstörbare Kraft in deinem Leben. Sehen Sie, ich komme mit Worten des göttlichen Trostes voller Liebe und Frieden zu Ihnen. Diese Stimme wird wie ein leichter,
Belieben der Regen auf dich fallen. Schreiben Sie 121, um Ihr Herz für Gott zu öffnen, während Sie sich heute Nacht ausruhen. Denken Sie daran, dass ich, Ihr himmlischer Vater, in Ihrem Namen Wunder tun werde. Inmitten Ihres Schmerzes werde ich eine Symphonie der Freude harmonisieren, Ihre Probleme in Segen verwandeln und überfließenden Überfluss in Ihr Leben bringen. Ich verkünde Ihnen mit Gnade und Gerechtigkeit, dass unerwartete Segnungen bevorstehen und bereit sind, Ihr Zuhause zu erreichen. Die Zeiten der finanziellen Not werden sich bald ändern, denn Türen, die einst fest verschlossen waren, werden sich auf wundersame Weise öffnen. Ich werde mit denen kommunizieren, die Schlüssel zu ihrem Schicksal besitzen, und die Barrieren, die ihren Fortschritt behindern, werden unter meiner treuen Führung niedergerissen und die Wege zum Wohlstand ein für allemal geöffnet. Psalm 27, Vers 14. Warte auf den Herrn, sei guten Mutes, und er wird dein Herz stärken, warte also auf den Herrn. Dieser Psalm bringt das völlige Vertrauen des Psalmisten David in Gott zum Ausdruck und lehrt uns, unsere Herzen zu stärken und auf den Herrn zu warten. Es ist eine Einladung, die Herausforderungen des Lebens mit Glauben und Ausdauer anzunehmen, im Wissen, dass Gott treu ist und in allen Lebenslagen an unserer Seite steht. Das Herz zu stärken bedeutet, unser Vertrauen in Gott zu erneuern, ungeachtet der Widrigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind. Wenn wir uns an seine Gegenwart erinnern und auf seine Macht vertrauen, finden wir den Mut, hoffnungsvoll und zuversichtlich voranzuschreiten. Auf den Herrn zu warten bedeutet, ihm zu vertrauen, auch wenn die Umstände um uns herum falsch erscheinen. Es wartet geduldig auf die Erfüllung von Gottes Versprechen und weiß, dass er alles unter Kontrolle hat und dass sein Timing perfekt ist. Indem wir unsere Herzen stärken und auf den Herrn warten, erleben wir eine tiefgreifende Veränderung in unserem spirituellen und emotionalen Leben. Wir erhalten neue Kraft, um Herausforderungen zu meistern, ein unerschütterliches Vertrauen in die Treue Gottes und einen Frieden, der jedes Verständnis übersteigt. Wenn wir außerdem auf Gott vertrauen und auf ihn warten, werden wir Zeuge seines kraftvollen Wirkens in unserem Leben und sehen, wie seine Versprechen erfüllt werden. Möge dieses Wort eine ständige Erinnerung daran sein, dass der Herr treu ist und alle seine Versprechen in unserem Leben erfüllen wird. Schreiben Sie, mein Leben gehört Ihnen und niemandem sonst, um es mit absolutem Glauben zu bekräftigen. Ich spreche das folgende Gebet. Lieber himmlischer Vater, in dieser Zeit nähern wir uns dir demütig und voller Dankbarkeit im Herzen. Wir danken dir dafür, dass du ein liebevoller, mitfühlender und treuer Gott bist, der sich jeden Augenblick um uns kümmert. Heute möchten wir ihnen unseren besonderen Dank für das Leben aussprechen, das sie uns geschenkt und geschenkt haben. Wir danken dir, o Gott, für jeden Atemzug, für jeden Schlag unseres Herzens. Wir erkennen an, dass jeder Tag ein Geschenk seiner Gnade und Barmherzigkeit ist. Wir sind dankbar für all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, für die Freuden, die uns glücklich machen, und für die Schwierigkeiten, die uns stärker machen. Wir wissen, dass sie in allem bei uns sind, uns unterstützen und mit ihrer liebevollen Hand führen. Heute möchten wir Ihnen, mein Herr, unsere Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens zum Ausdruck bringen. Wir sind dankbar für jede Gelegenheit, jede Beziehung, jede Erfahrung, die uns heute verändert hat. Wir danken Ihnen für die Herausforderungen, die uns beim Wachsen geholfen haben, für die Segnungen, die uns mit Freude erfüllt haben, und für Ihre ständige Fürsorge in unserem Leben. Wir bitten dich, Vater, leite uns weiterhin auf deinem Weg, zeige uns deinen Willen und erleuchte unsere Schritte. Helfen Sie uns, so zu leben, wie es Ihnen gefällt, und suchen Sie immer nach Ihrer Weisheit und Ihrer Präsenz. Ermächtige dich selbst und nenne Jesus nicht beim Namen. Wir danken dir für jeden Tag, den du uns geschenkt hast, für all die Geschenke, die du uns gemacht hast.
Mögen wir jeden Tag mit Dankbarkeit im Herzen leben und uns stets darüber im Klaren sein, dass sie der Urheber von allem sind, was in unserem Leben gut ist. Wir bitten Sie, uns weiterhin zu segnen, uns zu führen und uns jederzeit zu stärken. Mögen Ihr Frieden, Ihre Freude und Ihre Liebe unser Leben überfluten, unseren Weg erhellen und uns zu einem erfüllten und sinnvollen Leben führen. In Ihrer Gegenwart danken wir Ihnen im Namen Jesu und beten. Amen. Ich spreche jeden Tag mit diesem göttlichen Wort zu dir, damit deine Seele gedeihen und mit Weisheit erfüllt werden kann. Suchen Sie in Ihrer Umgebung nach Menschen guten Willens, die meinen Frieden widerspiegeln, die Sie lieben, wie Sie mich lieben, und die keine Hemmungen haben, den mächtigen Namen Jesu zu verkünden. Mögen Sie Ihre Lippen vor Verleumdung und Lügen schützen und mögen Ihre Taten meine Güte widerspiegeln. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, werde ich da sein. Ich freue mich, wenn meine Kinder in Harmonie vereint sind, denn in diesen Momenten entfalten sich meine übernatürliche Kraft und Präsenz. Schenke Heilung und Leben. Eine Zeit der Wunder steht vor der Tür. Gib mir all deine Spannungen und atme. Seien Sie aufmerksam und beobachten Sie, was um Sie herum ist. Sie werden den Beginn einer neuen Zeit voller Segen spüren. Ich höre Ihre Worte, wenn Sie entmutigt ankommen, und werde überhaupt nicht wütend. Ich verstehe, dass man sich manchmal überfordert und hoffnungslos fühlt, und ich bewundere Sie dafür, dass Sie diese Momente der Entmutigung mit mir teilen. Du weißt, dass du diese Gefühle nur in meiner Gegenwart ausdrücken solltest. Als Reaktion darauf verwandle ich Ihre Traurigkeit in Ermutigung, Geist, Begeisterung, Leben und Stärke. Meine Liebe ist immer für dich da, auch wenn du Probleme hast. Ihre Entscheidung, diese entmutigenden Worte nicht aus ihrem Mund kommen zu lassen, ist wertvoll. Wenn andere zuschauen, ist es wichtig, dass sie ihre Frustration nicht an ihrer Familie auslassen oder ihre Frustration auf eine Weise zum Ausdruck bringen, dass die Welt ihren Glauben falsch interpretiert. Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen, dass Ihnen niemand Hilfe anbietet, wenn er sieht, dass Sie müde sind, da dies nur zu noch größeren Schwierigkeiten führen kann. Du solltest wissen, dass dich niemand auf dieser Welt so liebt wie ich. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass niemand Ihre Beschwerden dauerhaft heilen oder Ihre Schmerzen dauerhaft lindern kann. Deine Geheimnisse sind bei mir sicher und ich habe deine Vergangenheit gereinigt, deine Sünden vergeben und deine Verfehlungen vergessen. Sie müssen ihre Fälle nicht mit der Welt teilen. Ich verbiete ihnen, Werbung für sie zu machen. Wenn sie erneut Verständnis und einen Moment des Mitgefühls suchen, kommen sie zu mir. Ich bin dein bester Freund und ich werde viele Möglichkeiten finden, dich zu trösten. Ich möchte nicht, dass sie in die Fallen derer tappen, die versuchen, ihren Verstand zu verwehren. Was du brauchst, ist Liebe, und es gibt keine andere wie meine. Es ist süß wie Honig und ewig wie mein Heiliger Geist. Schenke mir jetzt dein Herz und Liebe in der Kraft, die dich verwandeln wird. Wenn sie sich überfordert und müde fühlen, kommen sie zu mir und ich werde ihnen Ruhe schenken. Ich werde eure Herzen mit Frieden erfüllen, damit ihr euch der Welt stellen und die frohe Botschaft meiner Liebe und Güte verkünden könnt. Du wirst ein Botschafter der Gerechtigkeit und der Macht sein und mit deinen Händen in der Lage sein, die Kranken zu heilen und ihren Schmerz zu lindern. Jeder wird sehen, wer bei dir ist. Schwere Zeiten werden ihnen nicht schaden und heiße Tage werden sie nicht ermüden oder ihr Herz austrocknen. Kältestürme hinterlassen keine Spuren auf ihrer Haut und sie werden nicht vor Angst zittern. Als dein wahrer Vater ist mein Wunsch dein Wohlergehen, mein Wunsch deine Sicherheit und meine Gebote deine Freiheit und Erlösung. Wenn ich diese Worte spreche, erbebt das gesamte Universum. Beobachten Sie alles, was ich für Sie tue, bewegt von Liebe und Zuneigung. Niemand liebt dich mehr als ich.
bestätige nun deinen Glauben an mich und verkünde deine Liebe zu mir in alle Winde. Lass die Welt verstehen, dass du mir dein Herz gegeben hast. Amen. Liebe Brüder und Freunde, lasst uns gemeinsam voller Glauben und Zuversicht im Gebet aufstehen und fest an dieses kraftvolle Versprechen glauben. Bitte und es wird dir gegeben, suche und du wirst finden, klopfe an und es wird dir geöffnet. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet, und wer anklopft, öffnet. Mit diesem Glauben wenden wir uns im Gebet an Gott. Geliebter und heiliger Vater, ich nehme dein Wort mit Freude und mit meinem Herzen in meinen Händen an. Ich hoffe, dass die Freude dieses Augenblicks den ganzen Tag über anhält. Möge die Kraft, die sie mir geben, mir helfen, alle Herausforderungen zu meistern, denen ich gegenüberstehe. Stärke meinen Glauben und stärke mein Herz. Das verändert meinen Charakter und macht mich zu einem Menschen voller Geist und Freude. Ich möchte mich nicht in Depressionen und unerklärlicher Traurigkeit durchs Leben schleppen, als wäre es ein spiritueller Verband. Du hast die Macht, selbst diese Krankheiten der Seele zu heilen. Es stärkt meinen Geist und beruhigt meine Gefühle. Lieber Gott, ich wünsche mir, dass mein Leben von heute an frei von Anspannung und Nervosität ist. Manchmal geht es mir so schlecht, dass ich das Gefühl habe, in einen Abgrund zu fallen. Ich bete, dass du durch die Kraft deines Blutes alle spirituellen Ketten und alle Flüche der Vergangenheit zerbrichst. Befreie mich von jedem Feind, der mich gefesselt hat. Es tut mir leid, wenn ich sie im Stich gelassen habe und wenn ich unter meinen Sünden leide. Ich bete, dass sie mir helfen und alles Böse wegwaschen. Ich sage das ganz ehrlich, ich kann nichts vor dir verbergen. Befreie meinen Rücken von jeder schweren Last, die mich daran hindert, in deiner Wahrheit und Heiligkeit zu wandeln. Ich öffne mein Herz und gebe dir den ersten Platz in meinem Leben. Ich nehme die Erlösung an, die du mir anbietest, und bitte dich, dass du mich von heute an mit deinem Geist erfüllst. Bring mich zu den Höhen, wo deine Präsenz wohnt. Beschütze mich im Schatten deiner Flügel. Schenke mir ein neues Leben voller Freude und Lebenslust, um es in vollen Zügen zu genießen. Herr, du weißt, wie sehr ich gelitten habe. Du kennst das Ausmaß meines Schmerzes und die Geheimnisse, die ich in meinem Herzen trage. Manchmal wird diese Last so schwer, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber ich bin sicher, dass sie heute auf meine Worte hören. Mit deiner Liebe und Barmherzigkeit wirst du mir zu Hilfe kommen. Mein Bedürfnis nach dir ist tief. Ich vertraue voll und ganz auf ihre Gnade und hoffe auf ihre Hilfe. Ich vertraue meine Familie in deine Hände. Dein Wort zu hören und mit dir zu kommunizieren, erneuert mich und stärkt mich in deiner Liebe. Amen. Ich möchte meine aufrichtige Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, Herr, dass du uns eine weitere Woche Leben geschenkt hast. Ich bin fest davon überzeugt, dass meine Familie und ich unter ihrem heiligen Mantel geschützt sind. Ich vertraue darauf, dass du uns mit deiner mächtigen Hand aus Gefahr und Krankheit befreien wirst. Ich beginne diese Woche voller Glauben, auf der Suche nach Gelassenheit und Frieden, in dem Wissen, dass sie uns nicht im Stich lassen werden. Wir vertrauen ihnen unsere Arbeit, unser Geschäft, unser Studium und unsere täglichen Aufgaben an. Wir bitten sie, uns mit Begeisterung, Fleiß, Kraft und Energie zur effizienten und beschwerdefreien Erledigung unserer Aufgaben beizutragen. Wenn wir bei irgendeiner Arbeit oder Verpflichtung auf Schwierigkeiten stoßen, helfen sie uns, durchzuhalten und unsere Arbeit mit Exzellenz auszuführen. Ich weiß, dass deine Anwesenheit mich jederzeit begleitet, dass du für mich sorgst, mich beschützt und mich mit deiner unermesslichen Liebe erfüllst. Vielen Dank, dass sie meine Schritte leiten und mich auf den besten Weg führen. Ich schätze ihr Unternehmen, wenn wir jeden Tag beginnen und die Türen zu einer neuen Reise öffnen. Vielen Dank,
dass sie mein Führer sind und es mir ermöglicht haben, sicher nach Hause zurückzukehren. Ich schätze jedes Detail und jeden Segen, den sie in mein Leben gesteckt haben. Ich erkenne, wie du Hindernisse überwindest und mir einen Weg ebnest, egal wie schwierig die Umstände sind. Ich bin sicher, dass es uns den ganzen Tag über begleiten und uns helfen wird, jede auftretende Situation zu meistern. Wir sind zutiefst dankbar, denn am Ende des Tages werden wir in unser Zuhause zurückkehren, wo wir in Frieden ruhen können und darauf vertrauen, dass die Zukunft in ihren Händen liegt. Wir wissen, dass sie jedes Detail vorbereitet und berücksichtigt haben, und wir vertrauen voll und ganz darauf, dass ihre Pläne in meinem Leben in Erfüllung gehen. Ich übergebe und vertraue meine Zukunft in ihre Hände, mit der Gewissheit, dass sie Großes und Siege für mich vorbereiten. Ihre Anwesenheit wird mich immer zum Besten führen, was ich erreichen kann. Ich bitte sie, unsere Augen zu öffnen, damit wir wachsam und bereit sind, damit uns kein Problem und kein Feind überrascht. Wir sind uns bewusst, dass unser Gegner wie ein brüllender Löwe auf der Suche nach denen ist, die unachtsam sind und ohne Vorsicht gehen und ihre Türen für Fremde öffnen. Wir wollen nicht falsch handeln oder uns von den Versuchungen der Welt ablenken lassen, die scheinbar faszinierend sind, uns aber nur Ruhe und Zeit verlieren lassen. Wenn wir nicht wachsam sind, können wir Angst und Unruhe verspüren. Ich tauche ein in das Meer deiner Gegenwart und den Fluss deiner Güte. Ich bete, dass sie mich und meine Familie vor allem Schaden beschützen und mich mit ihrer Kraft stärken, jedem Hindernis entgegenzutreten, das mir in den Weg kommt. Amen. Und jetzt sind wir mit offenem Herzen und erneuertem Glauben bereit, eine neue Woche zu beginnen und auf Gottes Schutz und Führung zu vertrauen. Möge jeder Tag eine Gelegenheit sein, im Glauben, in der Liebe und in der Weisheit zu wachsen. Möge jede Herausforderung eine Gelegenheit sein, uns zu stärken und unsere Grenzen zu überwinden. Möge jeder Moment ein Segen sein, den wir wertschätzen und mit denen teilen, die wir lieben. Möge der Friede Gottes bei jedem Schritt unseres Weges mit uns sein. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, vielen Dank, dass Sie dieser Botschaft bisher zugehört haben. Wenn diese Botschaft Ihr Herz berührt hat, bitte ich Sie, sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen, die in der Gegenwart des Herrn bleiben müssen. Wir haben die Mission, das Wort Gottes in die ganze Welt zu bringen und so eine wahre Armee zu bilden, die den göttlichen Heiligen Geist verteidigt. Ich kann auf dich zählen? Nochmal vielen Dank. Möge Gott Ihr Leben so sehr segnen und bis zum nächsten Mal.